Rupupão! Ja, und dann waren die auch sehr nett, gell? Da haben sie gesagt, sehen Sie das, Alter, das, und das Bier ist kaputt. Das Bier ist kaputt, ja, das ist ja ganz trüb. Dann ist die auch höflich geblieben und hat gesagt, gell, so ein Schmarrn, da bin ich ja dem Bier fällt gar nichts. Das Glas ist so dreckig. Da ist mir halt einfach noch normaler mit die Leitung gekommen, gell? Das habe ich mal erlebt beim Schmäler draußen in Körpermarkt. Da ist er in Brest Mittag, also Nachmittag, so um 2 zum Essen gekommen, gell? Und dann hat er da bei mir Bescheid, gell? Ich habe ja schon 16 Jahre gehabt. Und dann hat er zu dem Wirt, hat er ganz wichtig, wird das was Anzug trägt, also ganz ein wichtiges Anzugpreis. Gell, hat er zu mir gesagt, ach, Herr Wirt, sagen Sie mal, da draußen läuft ja ein Schwein mit 3 Beinen. Ja. Und der Wirt hat gesagt, wegen deiner Schwänze, wenn ich die ganze Sache mache.